Gitarre. Und Alex macht am Anfang. Sie machen jetzt, meine Damen und Herren, ein Tino aus Tirol. Tirol ist ja nicht weit weg von den Burschen, vielleicht noch Stimmen zum Fahren oder so in der Richtung. Eine Viertelstunde zu fahren. Wunderbar. Also, eine Viertelstunde von der österreichischen Grenze weg. Kann man natürlich vorstellen, dass das ein bisschen umschlägt in die volkstümliche Musik. Und sie machen jetzt für uns eine Polka, und zwar die Tiroler Polka. Viel Spaß mit dem Alpensound aus Oberbayern. Sowieso nicht gescheit, als wenn ich sticke. Ein Prosit der Wirklichkeit. Und darum haben wir gesagt, wenn wir nicht mehr besser können, wenn man nicht den Matzen aufmacht. Nein, aber ohne Schmarrn. Wir können auch. Thank you.
Wirklichkeit verwirrt die Ehe von. Sie lügen die Paar das Beste an und fortzubissen. Ja, der Paar, der ist faul. Wo kommt Sander in sein Maul? Der rottet hin, rottet her. Aber sonst rennt sie nix mehr. Ja, der Paar, der ist faul. Getextet hat, das kennen Sie mit Sicherheit. Frau Wirtin, lasst doch offen.
der Grand Prix-Titel, mit dem die Traxenzieher Musikanten aus dem Bayerischen Wald heuer den Sprung in den Grand Prix der Volksmusik geschafft haben. Ich darf recht herzlich begrüßen bei unseren Gästen den Komponisten bzw. den Texter des Liedes, Herbert Lukas. Wo ist er? Da hinten ist er. Ein Mann mittleren Alters, Herbert, super. Wir heuen natürlich unseren Musikanten aus dem Bayerischen Wald den Daumen für Rostock für die Endausscheidung im Grand Prix der Volksmusik. Und ich glaube, sie werden mit Sicherheit sehr gut abschneiden. Sie haben ja auch den Sprung in die Endausscheidung geschafft. So, meine Damen und Herren, in Niederbayern oder in Bayern, wenn man sagt, du bist der Hoderlund, dann ist das eine Beleidigung. In Österreich anscheinend nicht. Zu dem Leitfrau hinter mir stecken, der hat sie so gesagt. Sie heißt nämlich so. Die Hoderlund aus Österreich. Das Völklein, kann man sagen. Ich darf euch vorstellen, an der Gitarre ist der Manfred. Manfred, sagt ihr mal. Hallo, nein, du bist auch der Mann. Jawohl. Dann haben wir an der steirischen Wetschler Gerhard, der steht neben mir. Ja, die frage ich gleich mal aus. Ihr habt es letztes 185 ihr habt es angefangen, aber ihr habt es ja dreimaliger Sieger der volkstümlichen Hitparade beim ORF bin. Ja, stimmt. Wie war's denn Lied? Weißt du das noch? Gruß von Fenningberg und... Mann, wird es eigentlich was? Die Sängerin wahrscheinlich. Die spielen wir im Radio recht gern. Die Sängerin von den Hoderlund, vielleicht haben sie es letzten Sonntag im Radio gehört. Ja. 1994 hat ganz was Großes vor. Es geht über den großen Teich. Es geht nach Australien. Wie lange dauert die Tournee? Ein Monat. Ein Monat Australien, ein Traumurlaub, wird es natürlich mit Musik verbunden. Das wäre die schönste Sache, die man sich vorstellen kann. Dann haben wir noch einen Mann am Akkordeon und am Keyboard stehen. Christian. Pedro. Den Ferdinand, der macht Bass und ein Instrument, das man eigentlich bei der volkstümlichen Musik fast nicht mehr hört. Mandolini heute nicht dabei. Und dann haben wir einen Edgar, der macht Schlagzeug. Der Schlagzeuger. Meine Damen und Herren, als ersten Titel hören wir eine Nummer, die normalerweise von den Zillertaler Schützenjägern gespielt wird, wenn ich mich recht erinnere. Die Berge sind mein Zuhause. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einen super Applaus für die Hoderlund aus Österreich. Und ich werde jetzt aufspielen, dass die Pudi wackelt. Auf geht's, Freunde. Papas! Jetzt auch mal so wie die Tür, das wird doch alles wieder.
Der Stefan Heinrich hat uns nicht so richtig gut vorgestellt. Du machst es hier nur mal. Vor hinter uns ist ein Finanzer. Ein Finanzer, der mit den Brüllen da hinten. Was ist das so? Nicht die Finanzer, überhaupt die Beamten haben um 52 Bauern mehr wie mir. Weil es hier noch mechanisch schon arbeitet bei dir, gell? Unser Christian. Grüß dich. Links von mir, der Kleinste von uns hat den größten. Er buckt sich eh schon. Ja. Der Kleinste von uns hat den größten Bauernhof daheim. Der wirklich war. Da liege ich nicht, der hat einen Dugelwutz mir. Das soll ich sagen, wie ein Telefonmasten. Der ist nicht so hoch. Auch nicht so dick, aber so weit auseinander. Unser Gerhard. Das heißt. Und der Ferl ganz links außen, der Herr mit den dicken Brüllen. Der hat vorige Woche hat er drei Fenster rausgerissen daheim. Drei Stück, dann ist er erst draufgekommen, dass nur Brüllen entsprungen haben. Gell? Unser Ferdinand. Grüß euch. Zu guter Letzt unser neuester Mann. Der Mann. Sie ging natürlich auch eine Rakete mit. Auf geht's, Phase 1. Phase 2. Phase 3. Superlatz. Hervorragend, hervorragend. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, die letzte Gruppe im ersten Block macht sich bereit, aber ich habe noch eine Musikkollege entdeckt. Der Steiner Helmut ist da von den Steinerwürmer aus Klaus-Kirchen. Servus Helmut, grüß dich. Auch Musikkollegen, die im Radio sehr oft schon gespielt haben. Halt. Ja, meine Damen und Herren, muss ich noch was erzählen, bevor die nächste Gruppe auftritt. Sie wissen ja, ich mache gerne Moderation bei unserem Radio und erst kurz war ich mal auf Reportertour. Da habe ich mein Mikrofon geschnappt, mein Tonbandgerät, da bin ich durch Dickendorf durchgekommen. Da habe ich im Stadtpark einen älteren Mann sitzen sehen drin. Da war ungefähr so 75, 76 Jahre. Da bin ich hingegangen, so wie, na Opa, habe ich gesagt, wie alt bist denn? Habe ich gesagt, 76. So, ja, hervorragend, so wie hast du das gemacht, dass du so alt wirst? Na ja, hat er gesagt, in der Früh ein Weindel, am Mittag ein Weindel und auf Nacht ein Weindel. So, hervorragend, gute Besserung, bleib so wie du bist, bin ich weitergegangen. Stadtpark Dickendorf ist ja groß, ich habe den zweiten älteren Mann entdeckt, der hat noch älter ausgeschaut wie der. Sag ich, Opa, wie alt bist denn du? Sagt er, 82, 82. So, wie hast du denn das geschafft? Ja, hat er gesagt, in der Früh pfeifen, am Mittag pfeifen und auf Nacht pfeifen. Sag ich, hervorragend, gute Besserung. Gesundheit wünsche ich dir die nächsten 30 Jahre. Ja, da wollte ich schon heimgehen, dabei habe ich einen groß drin entdeckt, der ist drin gegangen. Der hat uralt ausgeschaut. Aber nicht zu dem gehst du da hin. Dann sag ich, Opa, du bist aber auch schon alt geworden, du hast den Tisch geschafft. Der Mai hat er gesagt, in der Früh ein Weinerl, am Mittag ein Weinerl und auf Nacht ein Weinerl. Dann sag ich, wie bist du denn dann schon? Sagt der 34. Also, allzu viel ist auch ungesund, habe ich gehört. So, meine Damen und Herren, wir erwarten jetzt noch den dritten Mann, der Hupsi, der Hubert, der sich noch am Misch befindet. Zuerst nehmen Sie mir vorstellen, meine Damen und Herren, wir begrüßen auf der Bühne die original königlich bayerischen. Jetzt kommt mal an. Grüß euch, servus. Am Bass ist der Eins, Friedrich. Am Akkordeon am Keyboard, der Manfred Göttl. Und es gibt dann auch die Gitarre, ist der einzige Österreicher bei dieser Gruppe, die anderen zwei sind Bayern, der Hubert Perfall genannt, Hupsi, Hupsi, Hupsi mal. Geht nix. Die königlich bayerischen Leiter und Herren sind ja bei unserer Radio Stammgäste, was in Sachen Musik anbetrifft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie machen eine putzige Musik, sie werden es gleich hören. Aber sie sind 10 Jahre beieinander, feiern heuer das 10-jährige Jubiläum. Und was immer noch hingekommen sind, das kann ich eigentlich nur runterlesen. Sie werden es nicht glauben. Ich glaube, das ist die meistgereiste Kapelle, die heute Abend dabei ist. Sie waren in Spanien, Brasilien, USA. Sie waren in Italien, in der Tschechoslowakei. Sie waren in Japan. Genau, und da haben sie auch einige Titel mitgebracht aus Japan. Und den ersten Titel, den hören wir
von der CD-Route. Die CD gibt es bei uns zu kaufen. Übrigens nach dieser Gruppe, die stellen wir jetzt 5 Stücke hintereinander, denn der Hubert muss wieder an den Mischer. So haben sie beim zweiten Durchgang nicht mehr dabei. Deswegen machen sie jetzt 5 oder 6 Titel und dann gibt es eine kurze Pause, Viertelstunde vielleicht, 10 Minuten. Dann gibt es von allen Kapellen Kassetten, Schallplatten, CDs, Autogramme, alles was das Herz begehrt. So, und jetzt also machen wir Musik und nach dem Motto, wir Musikanten in Bayern, so spielen sie jetzt. Der Manfred am Akkordeon, er hat kein Kabel dran, denn er hat einen Funk eingebaut und er hat eine Überraschung für Sie vorbereitet. Schauen Sie zu. Viel Spaß mit den original königlich bayerischen Musikern. Musikantreffen in Moos von unserer Radio Deckendorf. Wir dürfen einige Gäste hier begrüßen, hier im Festzelt. In erster Linie unsere Moderatoren aus Deckendorf unter Stefan Heini mit seinen Kollegen, unsere Moderatoren aus Passau, am Brotschleim Sigi, an Koniagel und an Dina. Grüß dich, Dina, servus! Unsere Ölermami, ich habe ein herzliches Dankeschön sagen müssen. Warum das so ist, sagen wir noch gleich. Das macht der Heini wieder. Ebenfalls wir begrüßen unsere Familie Silbereisen von Flori. Die Eltern, einen Riesenapplaus, jawohl! Und ebenfalls wir begrüßen unseren Jasi Tiefenklub aus Passau. Grüß euch, servus! Grüß euch! Ja, meine Damen und Herren, das war eine ganz kurze Begrüßung. Für Sie nun als Sexfest nicht kennen, unser Manfred, unser bayerischer Meister, kommt nun zu Ihnen, meine Damen und Herren, mit so einem Akkordeonstück aus unserer CD, Schallplatte und Kassette, mit dem Tastkistler oder mit dem Pöbelstanz.
Meine Damen und Herren, von Sie aus es ein zum Mitsingen und zum Mitklatschen. Wir kommen heute Nacht auf der Busserl zu euch. Charlie, hast du was zum Trinken für mich? Verstärkung bei den Originalkönigreich Bayerischen seit 3 Monaten mit. Hi, Sie alle kennen sie, die Heidi Oeller! Einen riesen Applaus für die Heidi, jawohl, alles schön! Mittlerweile, meine Damen und Herren, zu einem Teenager herangewachsen, seit dem letzten Auftritt, ich glaube, ich war letztes Jahr was dabei, oder vor 2 Jahren war es dabei, bei der Musikantenparade von unser Radio. Ja, und seit 3 Monaten macht sie jetzt Musik mit dem Original Königlich Bayerischen und sie ist eine Bereicherung in Sachen Musik für die Band, auch von der Optik her natürlich. Und sie werden jetzt verzaubert, entzückt und begeistert sein von der Gesangskunst der Heidi Oeller in Begleitung natürlich mit dem Original Königlich Bayerischen. Wenn man nicht weiß, gibt es jetzt den Jodautomat. Nein, Heidi, wir haben mal ganz kurz umdisponiert. Haben Sie umgesteckt, gut. Also, lasst mich überraschen, meine Damen und Herren. Original Königlich Bayerischen mit der Heidi Oeller. Mit Jive, Conny, Jive. 1, 2, 3, 4. Yeah.
Bierzelt und wir heilen ihn mit Conny Plantings, mit Chive, Chive, Conny Chive. So, meine Damen und Herren, wollt ihr eine Zuhörer her, sondern unser Heidi? Jetzt wird das Zelt nicht ausgemacht. Wir brauchen nur eure Feuerzeuge. Und wir Heidi singen für euch von Mitte Houston eine ganz steile Nummer. So, dieser Titel, den werden mit Sicherheit die ganzen Sportler unter euch kennen, weil der ist bei der Olympiade dabei gewesen. Und zwar ist das One Moment in Time. Dazu, meine Damen und Herren, bitte alle Feuerzeuge anzünden. Und das Licht bitte aus. I'm only one.
Ich werde dich sehen.